Finn ist dran. Willst du mit ihm sprechen? Nö. Der hat den ganzen Nachmittag Zeit gehabt, sich zu melden. Jetzt will ich auch nicht mehr. Ich bin doch hier. Ich arbeite hier, weil du hier bist. Wenn du weg bist, dann hält mich hier auch nichts mehr. Ich dachte, du hängst an diesem Lokal. Also ich habe lange darüber nachgedacht und jetzt habe ich mich entschieden. Ja und? Lisa freut sich, wenn du auch weiterhin auf sie aufpassen würdest. Das freut mich, dass du dich so entschieden hast. Ich war auch wirklich vorbereitet, aber ich habe alles vergessen. Und das sieht mir sehr nach einer 6 aus. Du weißt, was das bedeutet. Das wird dann so sein, Alex macht den Job bei Orbis und Fiona passt auf Lisa auf. Das ist doch eigentlich eine gute Lösung, oder? Finde ich auch. Und, wie findest du das? Ich hätte Alex schon gerne in der Nähe gehabt. Aber egal, Hauptsache, er fühlt sich wohl. Ja. Und wann wollen die beiden los? Schon morgen. Ich hätte ja gern so eine Art Abschiedsessen gemacht, aber bis heute Abend wird das ein bisschen knapp. Quatsch, wir schaffen das, wenn wir alle helfen. Ja, klar. Ach, das kriegen wir schon hin. Nur, wo machen wir das? Ich dachte, in der Kneipe. Dann besorge ich die Getränke. Sehr gut. Und wir zwei kümmern uns ums Essen. Okay. Und vielleicht kannst du noch sowas wie Blumen oder was weiß ich besorgen. Mm, geht in Ordnung. Ich mache mich nur noch schnell fertig. Hey, Freunde. Alles im grünen Bereich. Was ist denn mit dir los? Was ist los, Herr? Ich bin einfach nur gut drauf. So. Deine gute Laune hat keinen speziellen Grund? Was soll es für einen Grund geben? Ach, ich dachte, du freust dich, dass du wieder etwas Gesellschaft in deiner WG hast. Du meinst, weil Julia wieder da ist? Sie hat ja jetzt bestimmt viel Zeit für dich. Ach, weißt du, sie muss sich erstmal von den Strapazen des Urlaubs ein bisschen erholen. Und du hilfst ihr natürlich gerne dabei. Ah, klar. Wer sonst? Also haben sich Tim und Julia noch immer nicht vertragen? Was weiß ich. Hammer, sie wird es ja doch gesagt haben. Ja, Tim ist immer noch sauer. Und Julia? Julia? Julia geht's blendend. Es ist fast 11. Willst du nicht langsamer aufstehen? Geht das nicht auch ein bisschen leise? Ach, mal wieder ein bisschen zu viel gebechert oder was? Mhm. Liebeskummer und Alkohol scheinen keine so gute Mischung zu sein. Whisky, Cola auch nicht. Ich hol dir eine Aspirin und ein Glas Wasser. Ach, ich werde ewig dankbar. Okay, ich leg auch noch einen Bismarck-Hering oben drauf. Und vielleicht noch eine saure Gurke. Aber nur, wenn du mir versprichst, dass du heute Abend nicht wieder abstürzt. Also, wann und wie oft ich mir die Birne zuschütte, ist immer noch meine Sache, ja. Aber so kann es nicht weitergehen. Und so kriegst du das mit Julia bestimmt nicht geregelt. Danke für den Tipp. Wäre ich alleine nie drauf gekommen. Ja, nun sei auch noch eingeschnappt. Ich bin nicht eingeschnappt. Ich gehe heute Abend mal zu ihr und versuche mit ihr zu reden, ja? Gleich nach der Arbeit. Okay. Hier, magst du? Danke, mir ist schon schlecht. Was war denn los bei dir? Das Thema war doch okay. Wir hatten doch alles genau geübt. Ich weiß auch nicht, es war plötzlich alles weg. Aber warum denn? Diese bescheuerten Schnepfen, da haben mich total aus dem Konzept gebracht. Die haben mich die ganze Zeit mit Papier beworfen. Und am Ende habe ich auch noch den Anschiss dafür kassiert. Dann habe ich gar nichts mehr auf die Reihe gekriegt. Weißt du, was das für ein Horror ist? Alle um dich rum sitzen da und schreiben, dir fällt einfach nichts ein? Aber du konntest doch alles. Ja, ich habe ja auch versucht, mich dran zu erinnern. Aber nichts, alles weg. Ich hatte voll den Blackout. Scheiße. Ja, das kannst du laut sagen. Jetzt bleibe ich nämlich kleben. In der Kneipe war heute Mittag mal wieder die Hölle los. Wenn das so weitergeht, drehe ich noch durch. Dann stell doch noch eine Aushilfe ein, hm? Ich habe aber keine Lust, dass alles an mir hängen bleibt. Nur weil Fiona glaubt, in ihrem Alter noch Kindermädchen spielen zu müssen. Naja,
Du musst aber einsehen, dass Alex und Lisa sie im Moment viel dringender brauchen. Kann sein, aber hat in dieser ganzen Geschichte jemand auch an mich gedacht? Es könnte doch sein, dass ich auch mal was anderes machen möchte. Ja, und woran hast du dabei gedacht? Weiß ich doch nicht. Ich... irgendwas. Aber ich habe keine Lust mehr auf die Kneipe. Ach so. Deswegen bist du so genervt? Ja? Stör ich? Nein, komm rein. Ich habe noch mal über alles nachgedacht. Und? Ich konnte ja nicht ahnen, dass du keine Lust mehr hast, in der Kneipe zu arbeiten. Du hättest mich ja mal fragen können. Ja, und du hättest mir längst meinen Ton sagen sollen. Aber selbst wenn du wirklich nicht mehr hier arbeiten möchtest, dann habe ich volles Verständnis. Ich finde es zwar schade, aber ich muss das akzeptieren und kann dich nicht zwingen. Ich muss dann eben einen Nachfolger für dich suchen. Einen Geschäftsführer oder Pächter. Mal sehen. Einverstanden? Eine Bitte hätte ich allerdings. Du wirst mir sehr helfen, wenn du so lange bleiben kannst, bis ich jemanden gefunden habe. Und wie lange dauert das? Keine Ahnung. Aber ich werde mich bemühen, möglichst bald jemanden zu finden. Das verspreche ich dir. Na gut, einverstanden. So lange werde ich ja wohl noch aushalten. Ja. Guck dir die an. Was soll's? Doof bleibt eben doof. Fragt sich nur, ob die das auch wissen. Was hast du vor? Ich werde ihnen jetzt mal ein paar Takte erzählen. Na? Ihr kommt euch jetzt richtig toll vor, was? War ja auch ein super Einfall. Papierkügelchen schmeißen. Da muss man erst mal drauf kommen. Wer von euch hatte denn die Spitzenidee? Verstehe. Ihr habt wahrscheinlich zusammengelegt. Alleine kommt ihr ja nicht auf sowas. Und? Wie lange habt ihr dran gearbeitet? Och, hau ab! Hat wahrscheinlich eine Weile gedauert. Weil ich reich's ja sonst noch nicht mal zum Schuh zu binden. Zieh ab! Ihr müsst euch jedenfalls nachher wahnsinnig toll vorgekommen sein. Oh, verpiss dich, Mann! Das macht bestimmt total an, wenn man dafür gesorgt hat, dass jemand sitzen bleibt. Wegen euch muss Kathi ein ganzes Jahr wiederholen. Herzlichen Glückwunsch. Ihr könnt echt stolz auf euch sein. Bist du irgendwie schlecht drauf? Nein, mir geht's prächtig. Ich hatte schon befürchtet, dass dir Julia fehlt. Hat sie irgendwas gesagt? Kann schon sein. Könntest du dich vielleicht ein bisschen deutlicher ausdrücken? Wozu? Vergiss es. Ich muss wohl selber mit ihr reden. Das würde ich aber nicht tun an deiner Stelle. Und wieso? Ich glaube, sie ist im Moment nicht so gut auf dich zu sprechen. Na, das will ich doch lieber von ihr persönlich hören. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das war wirklich eine wunderschöne Überraschung. Vielen Dank. Ich wollte auch was sagen. Das ist nicht zum Lachen. Nein, ich wollte sagen, ihr seid ganz wunderbare Menschen. Ehrlich. Warte mal einen Moment, okay? Ich gebe eine Runde Tempos aus. Ja, es klingt vielleicht komisch, aber es ist wirklich wahr. Wie ihr Lisa mich aufgenommen habt, das werde ich euch niemals vergessen. Und wenn sie mal größer ist, dann werde ich ihr erzählen, was ihr für mich und sie alles getan habt. Aber das war doch selbstverständlich. Ja, ich hoffe, ich kann mich irgendwann mal bei euch allen revanchieren. Wir werden darauf zurückkommen. Wahrscheinlich eher, als dir lieb ist. Okay. Also, vielen Dank nochmal für alles. So, jetzt aber Schluss mit den Trauerreden. Wir ziehen ja nicht ans Ende der Welt. Und wenn ihr uns mal in Frankfurt besuchen wollt, ihr seid jederzeit herzlich willkommen. Gut, dass du das sagst. Dann kündige ich mich schon mal für die Sommerferien an. Das ist ja nicht mehr allzu lange, ne? Was geht da eigentlich ab in Frankfurt? Das musst du schon mal selber rauskriegen. Ja, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Wie jetzt schon? Tut mir leid. Aber ich habe noch was Dringendes zu erledigen, sonst kann ich morgen nicht fahren. Ihr könnt ja noch weiter feiern. Im Kühlschrank sind noch ein paar Flaschen Champagner. Die müssen dringend weg. Mama? Keiner da, komm rein. Eigentlich müsste ich aber nach Hause. Es wäre aber echt nett von dir, wenn du so lange warten würdest, bis ich Barbara verklickert habe. Na gut. Sogar Einstein ist mal sitzen geblieben.
Du befindest dich also in bester Gesellschaft. Dabei habe ich so viel getan. Zumindest am Schluss. Ist doch wirklich ungerecht. Ich kann sie schon alle hören. Geschieht dir recht, der arroganten Ziege. Und wir wären dann auch nicht mehr in einer Klasse. Es ist immerhin noch dieselbe Schule. Trotzdem. Außerdem hängt es von uns ab, wie oft wir uns noch sehen. Von mir aus können wir gerne weiter zusammen lernen. Wenn du willst. Klar will ich. Es sei denn... Es sei denn was? Es sei denn, meine Mutter dreht mir gleich den Hals um, wenn sie erfährt, dass ich sitzen geblieben bin. Dann musst du dir leider jemand anders suchen. Dann bleib ich lieber noch ein bisschen hier und pass auf, dass deine Mutter dir nichts tut. Ja, ich komm ja schon. Du? Ist sie da? Ja, und wenn schon, sie will dich nicht sehen. Geht es nicht in dein Cowboyhirn rein? Nein. Sag mal, bist du bescheuert, Mann? Ich hab doch gesagt, sie will Julia, dich... Julia, ich muss mit dir reden. Sieh zu, dass du Land gewinnst, aber ganz schnell. Sag ihm, er soll die Klappe halten. Ich will mit dir reden. Bitte, Julia, so kann das doch nicht weitergehen. Soll ich ihn rausschmeißen? Ich muss wenigstens wissen, woran ich bin. Wenn es aus ist, dann kann ich auch nichts mehr machen. Dann hau ich ab und komme auch nie wieder. Aber du musst es mir sagen. Okay, lass uns reden. Aber nicht jetzt. Wann dann? Morgen früh. Ich komme morgen früh zu dir. Okay. Dann, bis morgen früh. Ich wollte mich ohnehin morgen früh bei Fiona verabschieden. Wenn du willst, dann fahre ich dich vorbei. Fiona, ich mag es eigentlich nicht, wenn man mich hier nach Feierabend stört. Und ich mag es nicht, wenn Sie in meiner Firma dumme Gerüchte verbreiten lassen. Welche Gerüchte? Sie haben doch im Orbis-Konzern die Geschichten über Alex in Umlauf gebracht. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Dass er immer noch krank sei. Als wenn ich nichts Besseres zu tun hätte. Scheinbar nicht. Und selbst wenn ich es getan hätte, dann sollten Sie mir eigentlich dankbar sein. Ich wüsste nicht, wofür. Ich habe versucht, den Konzern vor einem armen Irren zu schützen. Ich habe Max mal geliebt. Ich kann es einfach nicht mit ansehen, wie sein Sohn sein Lebenswerk zerstört. Sie waren hinter Max Millionen her und sind sauer, weil Sie sie nicht bekommen haben. Ach, so ein Unsinn. Ich habe meine eigene Firma. Ich habe genügend Geld. Und ich kann Ihnen nur raten, sich aus meiner Haus zu halten. Ich werde nämlich ab sofort in der Konzernleitung mitarbeiten. Was? Sie wollen einen Konzern leiten? Sie können doch allenfalls eine Registrierkasse bedienen. Was ein ehemaliges Kindermädchen geschafft hat, das traue ich mir schon lange zu. Ja, wenn Sie wirklich bei Orbis mitarbeiten wollen, dann müssten Sie aber nach Frankfurt ziehen. Genau das werde ich tun. Aber so einen alten Baum verpflanzt man doch nicht. Naja, dann werden wir uns eben in Zukunft nicht mehr so oft sehen. Ein Grund mehr, nach Frankfurt zu gehen. Aber auch wenn wir uns nicht mehr so häufig sehen werden, ich werde Sie trotzdem nicht vergessen. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Schon fast 11. Hoffentlich ist Mutti nicht sauer. Du kannst sie ja anrufen, aber bitte, du darfst nicht gehen. Sie kommt. Hallo, na? Was macht ihr denn noch hier? Guten Abend, Frau von Sterneck. Ist was passiert? Oh, du hast die Deutschklausur verhauen. Das heißt, du bleibst sitzen. Das ist ja sehr entzückend. Was ist schiefgelaufen? Hast du nicht genug gelernt? Doch, aber ich hatte voll den Blackout. Petra und Viola haben mich die ganze Zeit mit Papierkugeln beschmissen. Und dann hat Neumann mich dafür auch noch angemacht, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Kathi konnte wirklich nichts dafür. Vorher konnte sie echt alles. Komm mal hin. Vielleicht ist es alles besser so. Weißt du was, du fängst von vorne an mit einer neuen Klasse, mit neuen Klassenkameraden. Ich glaube, die letzten Monate waren sehr schwer für dich.
Und die Freundschaft mit Ecki wird auch nicht drunter leiden. Gell, Ecki? Bestimmt nicht. Na siehste. Dann ist alles halb so schlimm. Es waren noch schöne Zeiten. Mama lebte noch. Florian war noch da. Und in Papas Firma war alles noch in Ordnung. Und ich war fürchterlich in die Tochter meines Chefs verliebt. Das ist mein Bagger. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Gut getimed. Macht ihr das öfter? Anbaggern? Nee, ist das erste Mal. Dafür macht es aber ganz geschickt. Der Schuss nimmt unauffällig zu. Zack. Wie lange wird der tapfere Krieger sie noch schalten können? Ah. Ehrlich gesagt, ich konnte dich anfangs gar nicht so recht leiden. Ach ja? Mhm. Aber dann? Aber dann? Dann fand ich dich doch nicht so übel. Wieso denn nicht? Es hat keinen Sinn. Wir haben den Zeitpunkt verpasst. Ich meine, du bist morgen weg. Das geht doch nicht. Ich will mich nicht in dich verlieben. Aber du musst dich doch nicht in mich verlieben. Wir könnten auch so miteinander schlafen. Weil wir Freunde sind. Ich kann das nicht. Ich will das auch nicht. Es würde alles zerstören. Ja. Vielleicht hast du recht. Es ist wahrscheinlich besser so. So, Kinder, jetzt wird's aber Zeit. Ja, gut, dann bring ich mal das Gepäck schon raus. Hilfst du mir, Lisa? Und pass gut auf dich auf. Fiona, ich muss das jetzt noch mal sagen. Es tut mir so leid, dass ich mich so angestellt habe mit der Kneipe. Schon vergessen? Nein. Du weißt, du bist immer wieder Mutter für mich gewesen. Und jetzt gehst du. Ich dachte, ich pack das nicht alleine. Das kann ich verstehen, aber du schaffst das schon. Seid froh, dass die alte Schachtel weg ist. Das darfst du nicht sagen. Ich hab dich nämlich ziemlich lieb. Und ich dich auch. Ach, Mädchen, mach's mir doch nicht so schwer. Fiona! Hallo. Ich dachte schon, ich würde euch gar nicht mehr sehen. Und dass mir gar keine Klagen kommen aus Frankfurt, ja? Ich habe gehört, da gibt's eine Menge schöne Männer. Ich glaube, aus dem Alter bin ich raus. Dafür ist man noch nie zu alt. So? Ist Tim oben? Mhm. Fiona. Ich wünsche dir eine gute Reise und melde dich mal. Mache ich. Ja? Und ich wünsche dir alles Gute. Ich dir auch. Bis bald. Hoffentlich. So, jetzt wird's aber wirklich Zeit. Komm. So, ich gehe jetzt mal nach oben. Ja, tu das. Und ich würde sagen, ich warte hier auf dich. Hm? Latein läuft's wohl besser. Schreib sehr eifrig. Ja, sie soll mal sehen, was ich für gute Klausuren schreiben kann, wenn ich nicht gestört werde. Noch 2 Minuten, dann könnt ihr so viel reden, wie ihr wollt. Aber jetzt ist Ruhe. Einsammeln! Zack, zack, ich muss zur Lehrerkonferenz. Ja, danke. Du brauchst dich nicht zu bedanken. Ich habe das nicht für dich getan.
Wenn du nämlich auch eine Ehrenrunde drehst, dann wärst du ja wieder in meiner Klasse. Das Risiko will ich einfach nicht eingehen. Ich war nicht beleidigt, du warst beleidigt. Ach! Du hast dich in deiner Bude verkrochen. Wenn ich nicht gekommen wäre, würdest du jetzt immer noch sitzen und dich bedauern lassen. Jan hat sich um mich gekümmert, ganz im Gegensatz zu dir, mein Freund. Ich kenne seine Masche doch. Der hat nur darauf gewartet, dass sowas passiert. Und du scheißt gleich voll drauf ein und rennst zu ihm und heulst los. Das ist überhaupt nicht wahr, Tim. Du bist doch kein kleines Kind mehr. Du brauchst keinen großen Bruder, hinter dem du dich verstecken kannst. Wenn mein Freund sich wie ein Scheusal aufführt. Was hab ich? Rücksichtslos und egoistisch bist du. Ey, wie kannst du sowas sagen? Das lass ich nicht mit mir machen, verstehst du? Ich bin nicht irgendeine Tussi. Julia. Lass uns doch bitte nicht wegen so einer verunglückten Wanderung auf Fuerteventura streiten. Es tut mir leid. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich wollte dich doch nicht verletzen damit. Du bist mir wirklich wichtiger als alles andere auf der Welt. Davon habe ich nicht viel gemerkt. Vielleicht habe ich es dir einfach nicht deutlich genug gesagt. Das ist ja nicht so schlimm. Nee, also... Was ist denn da oben bei Tim los? Wieso? Er scheint wohl Talk mit Julia zu haben. Dann hört die beiden bis ins Treppenhaus. Schade. Aus den beiden hätte eigentlich was werden können. Mhm. Also, mach's gut. Mach's besser. So, Kinder, wir müssen... Ja. Arno. Leona. Ich wünsche dir alles Gute. Danke ich dir auch. Meine Schulden bei dir. Ich zahle so schnell es geht. Komm, das hat doch keine Eile, Arno. Was anderes wäre mir viel wichtiger. Du hast mir damals, kurz bevor Iris starb, sehr übel genommen, dass ich dir nicht gesagt habe, dass sie noch mal hier war. Ich wäre glücklich, wenn du mir das verzeihst. Mach vorsichtig. Fiona, kommst du? Ja. Tschüss, Fiona. Tschüss. Also, da sind jetzt mächtig die Fetzen geflogen. Unglaublich. Ach, naja, so ein ordentliches Sonnenwetter ist ja manchmal ganz gut, hm? Dann weiß man, warum man ist. Ja. Komm schon, Kopf hoch. War halt das letzte Mal. Sei froh, dass du ihn los bist. Nein, ganz im Gegenteil. Tim will mich heiraten. Ja.